Hier sind die EmsTV News. Es ist Dienstag, der 10. Oktober. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Gestern Abend gegen 18.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B72 zwischen Varrelbusch und Kloppenburg. Die 54-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Bundesstraße in Richtung Kloppenburg. Ihr entgegen kam ein 38-Jähriger mit einem LKW samt Anhänger. Nach Zeugenangaben geriet die PKW-Fahrerin plötzlich über den Überholfahrstreifen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden LKW. Beide Fahrzeuge wurden jeweils nach rechts von der Straße geschleudert und kamen im Seitenraum zum Liegen. Die PKW-Fahrerin wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Unfall löste einen Großeinsatz der Einsatz- und Rettungskräfte aus. Zudem war die psychosoziale Notfallversorgung des DRK im Einsatz und betreute den LKW-Fahrer sowie einige Zeugen des Unfalls. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 42.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Wie bereits berichtet, kam es am 15. September zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 86-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Heidbrücker Straße in Richtung Esterwegen. Beim Überqueren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem 28-jährigen Fahrer eines Opel Corsa. Der 86-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus in Friseute. Wie das Krankenhaus gestern mitteilte, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand im Laufe der Behandlung, sodass er gestern Abend verstarb. Am vergangenen Wochenende war in Salzbergen wieder Kirmes angesagt. Das konnte sich unsere Redaktion natürlich nicht entgehen lassen. Bevor es auf der Kirmes in Salzbergen am Wochenende so richtig losging, gab es vor allen Dingen für die kleinen Gäste Grund zur Freude. Im Gasthaus Schütte warteten viele tolle Preise auf die Kinder, um so am Wochenende noch mehr Spaß zu haben. Das ist eigentlich fast wirklich ein Höhepunkt im Jahr, werden kleine Chipstüten, und zwar nicht Kartoffelchips, sondern Fahrchips verlost hier in Salzbergen. Alle Kinder in den Kindergärten und Schulen bekommen entsprechende Teilnahmekarten, können sich an der Verlosung beteiligen und hier mit großem Hallo im Bürgersaal Schütte werden die dann verlost. Der Saal war gerade gerappelt voll und ich glaube, wir haben 20 Kinder auf jeden Fall glücklich gemacht. Andere Eltern sind natürlich jetzt gehalten, die übrigen Kinder natürlich auch entsprechend mit Chips und Karten zu versorgen. Auch diejenigen, die nicht so viel Losglück hatten, gingen natürlich nicht leer aus und freuten sich über einen Trostpreis. Nach der Verlosung war noch genug Zeit, um sich auf der Kirmes auszutoben und die verschiedenen Fahrgeschäfte und Stände zu besuchen. Ich glaube, das ist immer ein Highlight im Jahr in Salzbergen. Nicht nur in Salzbergen, aber insbesondere in Salzbergen. Und ich bin froh und dankbar, dass es uns auch in diesem Jahr gelungen ist, ganz viele Schausteller nach Salzbergen zu holen, attraktive Fahrgeschäfte hier zu haben, daneben natürlich auch für Essen und Trinken zu sorgen. Und was wir auch nicht vergessen sollten, natürlich soll es auch zum Vorteil unserer Geschäftsleute sein, indem die Geschäfte geöffnet haben am Sonntag und auch die Gastronomie natürlich reichhaltige Angebote bereithält. So stand einem gelungenen Wochenende auf der Kirmes in Salzbergen nichts mehr im Weg. Das waren die EmsTV News für heute. Schalten Sie auch morgen gerne wieder ein. Bis dahin und tschüss.